Herzlich willkommen auf meinem Kanal, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um zwei Produkte, auf die ich heiß war. Ein Superstar ist der Bronzer von Hatice Schmidt. Ich bin ja ein Riesenfan. Ich habe Bronze die Wand ergattern können. Und, Moment, eine der besten Lidschattenpaletten, die ich jetzt meins nennen darf, ist von Hatice Schmidt und LOW Kooperation. Ich habe das seit 7 Tagen in Betrieb. Ich möchte euch meine Meinung erzählen, wenn es euch interessiert. Ich bin ein Autonormalverbraucher, ich bin ein Fan, ich bin eine Zuschauerin. Gut, ich mache selber YouTube mit Parfüm. Ich verlinke, schaut's an. Und ich würde mich auch gerne bei einem Abo freuen. Ihr müsst bedenken, ich tue dieses Video abdrehen, weil ich ein Fan bin. Und ich möchte euch einfach zeigen, was ich davon halte. Die Grundierung habe ich schon gemacht. Ich habe eine Foundation mir gekauft, wegen Hatice Schmidt. Ich habe eine Rodal Foundation im Gesicht. Wenn ihr dazu die Swatch und meine Meinung dazu hören möchtet, ich verlinke es gerne oben da. Das war jetzt vor locker halbe Stunde. Ich habe noch nicht gesettet. Mein Augenbrauen ist gemacht. Meine Foundation, habt ihr gesehen. Mein Puder ist von MAC, Medium Mineral Nice Skin Finish. Oh, bis ich das richtig ausgesprochen habe. Ich habe Medium und ja, alles andere wartet noch auf uns und ich möchte mit euch zusammen ein Look abdrehen, was Hatice Schmidt selber abgedreht hat bei ihrem ersten Vorstellungsvideo. Ich habe diesen Look schön gemacht. Es sieht so schön aus und ich habe auch Komplimente dazu bekommen. Und ich freue mich, das mit euch jetzt abzudrehen. So, fangen wir mal erst mit dem Bronze die Wand an. Bronze die Wand ist ein Traumprodukt. Ich glaube, es sieht sogar 1:1 aus wie in der Kameradisplay. Es ist ein aschiger Bronzer, für manche wäre es sogar ein Konturprodukt. Wenn es aufträgt, es verliert ein wenig diese Aschigkeit. Jetzt fangen wir mal gleich an. Ich nehme einen synthetischen Pinsel. Ich habe es auch mit Echthaar benutzt. Ich habe es auch mit dem synthetischen benutzt. Die Verbrennbarkeit ist ein Dream. Ich mache auch keinen Druck. Ihr seht, ich habe es ganz unten. Ja. Umso weniger Druck, umso besser. Ich hau auch viel auf mein Gesicht drauf. Mache ich auch wegen der Kamera, wegen der Lichter hier. Und ich hoffe, ich bekomme das so gut mit euch zusammen hin. Kann ja auch nichts falsch machen. Ich finde es so schön. Schaltet es auch sofort ab, wenn ihr da zu viel Hysterie nicht sehen könnt, weil ich wirklich die Produkte liebe. Ich gehe immer zum Finish, mache ich grundsätzlich, damit die Kanten abgesoftet sind, gehe ich nochmal mit meinem Puderpinsel und dann gehen wir auf Schnelllauf mal mein Standardzeug durch. Ich benutze wieder mein Glonzi Puder, da gibt es leider nichts mehr. Dann mach mal ganz schnell, finde ich auch super. Das habe ich auch wegen einer YouTube-Kollegin gekauft. Sie hat es vorgestellt gehabt, Satin Love 20. Ob es noch gibt, keine Ahnung. Passt mit jedem Rouge, passt mit jeder Foundation, passt mit jedem Augen-Make-up. Das ist so ein Bronzy Mauve Terracotta, keine Ahnung, Farbe. Geht mit alles und hat einen leichten Setting, ja? So, das war's. Mehr mache ich nicht. Das war mein Gesicht. Dann geht's mit meinen Augen weiter. Ich nehme euch ein bisschen näher ran. Ich werde auch einiges mit den Fingern auftragen. Ich bekomme die Palette nicht auf. Oh, ich liebe diese Palette. Also die Farben, die ich jetzt benutzt habe, ich liebe sie. Ich gehe jetzt erst mit einem Verblenderpinsel,
bei Mutti, ja, klopft es ab, weil ihr werdet jetzt sehen, das hat Kaboom. Ah, ich hätte eigentlich setten sollen. Mist, ich habe vergessen. Macht nichts, auch wenn man es nicht settet. Die Farben lassen sich wie Butter auftragen. Und das Schärfste ist, ich sag's euch, ihr habt noch nie so eine Palette. Doch, eine Palette habe ich noch. Die Dior Palette. Ich habe eine Dior Palette Limit Edition. Ja, die hält genauso. Du trägst es in der Früh auf. Diese Farbe bleibt bis abends 11 Uhr. Also wenn du über 14 Stunden bleibt, dieser Augen-Make-up in der gleichen Stärke, also wie du aufträgst, genauso bleibt es. Dann gehe ich mit einem kleinen Pinsel. So kann ich dann auch sicher sein, dass alles passt. So, dann werde ich so ein bisschen noch mit Bone. Also okay, ich weiche ein bisschen aus von Frau Schmidts Schminkroutine. Werde ich die Kanten hier erstmal ein bisschen soften. So. Jetzt geht's nochmal. Ich tippe nicht rein, ja? Ich tippe nicht rein. Dann wird alles schön nochmal bis nach oben verblendet. Oh, was für eine schöne Farbe. Ich liebe diese Farbe. Ich liebe es. Ich liebe es. So, dann hat Frau Schmidt noch ein bisschen Scorpio, glaube ich, genommen gehabt. Habe ich auch genommen. Und da als Lidstrich. Jetzt kommt der Finish. Finish Look. Ich habe leider kein Wasser. Ich habe auch kein Setting Spray bei mir hier. Ich gehe einfach bei Slay rein. Mit dem Finger, ja, und dann tupfe ich das da rein. Dann nehme ich Pamuk. Boom! Jetzt machen wir Fingerwechsel, dann gehen wir hier. Und wie schön ist es, wenn man mal ein Produkt hat, wo es so geil funktioniert. Einfach zack, boom, bang, ist ein Augen-Make-up fertig. Ja, ohne groß Angst zu haben, zum Verblenden, zum... Ich weiß nicht, es sieht immer gut aus. Dann jetzt Pamuk. Ja, und Pamuk ein bisschen da oben, Augenbrauen. Ihr seht sie, ich mache das über die Kamera. Ich nehme ja nicht meinen Spiegel zur Hand. So, jetzt da. Die Kanten sind vielleicht ein bisschen nicht schön. Ich weiß es nicht über die Kamera. Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück. Oh, ein Traum. Ich habe nicht viel verblendet. Die Hälfte von den Lidschatten habe ich auch mit dem Finger aufgetragen. Sie hatte keinen Eyeliner. Ich mache einen Eyeliner. Ich mache auch so ein bisschen innen noch ein bisschen Kajal. Und Lippen mache ich auch noch. Und dann komme ich zum endgültigen Finish. Bleibt bitte noch dran. Ich habe doch was zu erzählen. Das ist der Finish-Look. Ich liebe es, ich liebe es. Ich finde, das ist ein absoluter Alltagslook mit viel Shiny Shine. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine Vorstellung ist halt keine Bewertung, es ist keine, doch es ist schon eine Review der Begeisterung. Und ich liebe beide Produkte. Ich bin begeistert vom Bronzer, vom Auftrag. Das ist für mich ein Sammlerstück, ein, ein absolut tolles Produkt.
Die Palette ist ein Traum. Alle Farben gefallen mir, auch die bunten Farben. Ihr werdet sie auch noch öfters in meinen Videos sehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst Kommentare. Ich würde mich auch bei Däumchen riesig freuen und gern ein Abo. Schaut es mal rechts und links durch. Ich wünsche euch wunderschöne Tage. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.